Peter, schön, dass du da bist. Wir können Getränke bestellen, oder? Ja, bitte. Ja, bitte. Was wolltest du haben? Ich möchte ein Bierchen, aber ich bin mit dem Auto da, alkoholfrei. Ich bin auch mit dem Auto da, aber da ich mich anschnallen werde, darf ich ein normales Bier trinken. Ich bin aber auch nur Beifahrer, weil ich immer noch, für alle, die das sehen, ordentlich kaputt bin. Ne? Dreifacher Fuß gebrochen, Syndesmoseband abgerissen, ich weiß ja, was das ist. Man hört immer so viel von Olli Kahn davon, aber so, und Kreuzbandriss habe ich immer noch. Ja. Gute Besserung, ja, passiert mir nicht. Nee. So was passiert mir nicht. Habe ich auch gedacht, bis vor sieben Wochen. Weißt du noch, Peter, als wir uns das erste Mal begegnet sind, wo das war? Das hatte nämlich auch mit Fußball zu tun. Erste Mal? Als wir uns begegnet sind. Ich kann dir ja mal einen Tipp geben, es ist jetzt 23,5 Jahre her. Das ist wirklich so. 23,5 Jahre, jetzt müssen wir... Er muss ja. Zweiter Tipp, du warst super. Du warst ein Gast. Ich war Gast? Du warst Gast in einer Fernsehsendung und du warst super. In einer Fernsehsendung? Ja. Was habe ich denn mit Fernsehen zu tun? Ja, ach so. Als es noch nicht so lief als Schauspieler, hat man auch mal ein bisschen. Okay. Ja, Boulevard gemacht. Gib mir noch einen Tipp. Gib mir noch einen Tipp. Die Moderatorin der Sendung, ich war der Stooge, die Moderatorin der Sendung war damals mit Dankeschön, mit dem späteren James Bond zusammen. Mit dem späteren James Bond. Ja, mit Daniel Craig. Bei Heike haben wir uns getroffen. Bei Heike Makatsch. Bei Heike. Sag mal, haben wir jetzt das richtig verteilt? Ich glaube, ja. Nee. Ich hab doch das Weizen. Genau, stimmt, du hast das Weizen. So, guck mal, wir machen das so. Weil das ist nämlich, soll ich sagen, Bayreuther Hell. Ja, danke. Denken manche Engländer, die nicht so gerne mit der Oper am Start sind, aber egal. Bei Heike Makatsch. Genau. Da habe ich getanzt, weißt du noch? Ja, da haben wir für dich einen Film gedreht, bei dem ich die drei damals noch aktiven Fußballer, Lord Madeus, Rudi Völler und zum Schluss Mario Basler imitiert habe. Und zwar habe ich bei Rudi Völler, dieses Jahr gut, wo hat's gelegen, bei Rudi und so, was dann später Knippi, der Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach, zu einem Riesending, glaube ich, bei der ARD gemacht hat, mit demselben Text. Lord Madeus habe ich rumgeschrien. Und habe ich über den Schiedsrichter beschwert, obwohl wir das Spiel gewonnen haben. Und Mario Basler haben wir ein Trikot gemacht, wo Basler drauf stand hinten und Popel vorne. Und ich habe in der Pause mit zwei Weizen da gestanden und vier Kippen und gesagt, was wollt ihr denn, ihr Arschlöcher? Schreibt doch eh, was ihr wollt. Und tatsächlich habe ich zu Rudi noch Kontakt und zu Mario. Wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Also so, und das war das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Und da hat Heike Makatsch gesagt, ja, mein Name ist Peter Lohmeier. Und ich weiß gar nicht, ob das damals der Film war, am Tag, als Bobby Ewing starb, oder war das später? Ich weiß es gar nicht. War jetzt auch nicht mehr. Und da hat sie gesagt, Heike ist ja eher eine Eishockeyfamilie von dem Vater. Und Peter, ist das so beim Fußball? Und du drehst dich rüber zu mir und sagst, es ist genau so, wie Lotto es gesagt hat. Wisst ihr, okay, da muss ich ja mal eine Rückführung machen. Ja, und dann haben wir mal zusammen für Microsoft so eine Aktion gemacht für FIFA-Soccer im Volksparkstadion. Ne? Und weißt du noch, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das ist auch schon ein bisschen her. War das auch wieder im Volksparkstadion? Nein, das war in der Stadt des Rekordmeisters und in Hamburg. Des Rekordmeisters? Als wir das angekündigt haben, dass du kommst. Ja. Musste Uwe. Ja. Pit Gottschalk erklären, dass wir beide eine Expertenrunde sind. Das wollte Pit Gottschalk, ehemaliger Geschäftsführer, Chef von Sport 1, nicht glauben. Und das letzte Mal haben wir beide uns gesehen. Da sind wir zusammen nach München geflogen, um eine Expertenrunde zu sein. Wir beide für das Traditionsfeld Schalke gegen HSV. Und zwar bei Sport 1. Schöne Grüße an Pit Gottschalk. Jetzt voll wieder. So. Ja, das war das letzte Mal, was wir gesehen haben. Ja, das ist der Rekordmeister, hast mich jetzt rausgebracht. Da ich immer, Rekord, was interessiert mich, der Rekordmeister, ja. 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 Lass uns mal ganz kurz über eine Sache reden, die wir machen müssen, nämlich Franz Beckenbauer. Ist gestorben, kanntest du ihn? Ja, ich habe ihn gekannt. Ich hatte, und zwar bin ich mit Günter Netzer befreundet. Oh. Und ja, und schon länger. Und ist auch eine eigene Geschichte, ist auch sehr schön. Aber egal, jetzt wir, ich habe in Salzburg 10 Jahre lang oder 8 Jahre lang den Tod gespielt bei den Salzburger Festspielen. Und wie man weiß, hat ja der Franz um die Ecke sein Haus. Und, das ist gerade eine ziemlich makabere Kombination, mit dem, was du jetzt siehst. Ja gut, ja, wird gleich harmlos. Oder es wird gleich schön, weil es war so, dass Günther dann mich anrief und sagt, komm, lass uns irgendwie essen gehen. Also der auch immer die Salzburger Festspiele besucht hat. Lass uns mit dem Franz was essen. So.
Und ich dachte mir, was für eine Runde. Alter, wie ist das denn? Franz hat da ein Restaurant gehabt, ne? Und das so. Und dann sitze ich wirklich, der Günther saß links neben mir und gegenüber saß der Franz. Und dann dachte ich mir so, jetzt gebe ich Feuer natürlich, weil ich wieder Geschichten höre, ne, so. Ja. Und Franz, wir kannten uns auch so mal so, ich habe ja so einen Film gemacht, Das Wunder von Bernd, und das war... Ein Familienfilm eigentlich, ne, bei so, dir, ne? Ja. Und da war, da ist Franz uns auch irgendwie immer mal begegnet und so weiter. Und deshalb irgendwie, aber bei ihm war das gleich so, als hätten wir uns schon tausendmal gesehen, so. Aber kann ich mit umgehen, bei Fußballern ist das auch oft so. Ja. Die vergessen dann manchmal, wie oft man sich gesehen hat, wegen den Kopfbällen, alles gut. Auf jeden Fall, Franz saß da und dann die beste Geschichte, die erzähle ich auch heute exklusiv nur unter uns, war, dass Günther, dass Franz erzählte, dass er ja früher, irgendwie kamen wir auf Autos, obwohl ich jetzt gar nicht so ein Autofreak bin, dass er früher ein Kombi gefahren hat, weil er ja ganz früh Familie hatte, die Kinder rein, also fuhr ein Kombi. Und er war immer, bei Fußballern früher aber auch so. Ja, war Fußball so, aber die anderen Kollegen hatten halt schon einen Sportwagen. Mhm. Gerd Müller fuhr Porsche, glaube ich, und Netzer hatte eben, also über Nationalmannschaft kannte die ja sowieso Kontakt, hatte eben einen Jaguar, so. Und dann hat er, und irgendwann wollte der Franz halt auch mal ein schickes Auto fahren und hat den Günther gefragt, sag mal. Ich dachte, ja, jetzt sehen wir so, ne? Und dann hat er den im Jaguar vermacht. Und Franz erzählt, und dann bin ich auf der Autobahn und da fängt es an zu regnen. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe nichts mehr gesehen, weil es hat nur gequallen. So, Motor kaputt. So. Und dann habe ich den Overrad angerufen. Und dann habe ich den Overrad, der war abgekühlt, das steht bei mir, habe ich geputzt und so weiter. Dann habe ich den Wagen im Overrad verkauft. So. So wurden also die Autos untereinander verschoben. Und so hat der Franz noch irgendwie, es war total schön, irgendwie gemütlich, da haben die sich Dönekes erzählt, wie das war, Europameisterschaft damals und so weiter. Und das war ein ganz herrlicher Abend. Ein Jahr später waren wir nochmal essen und da ging es dem Franz schon nicht mehr so gut. So, aber wir waren so gemütlich zusammen, alle unsere Frauen dabei. Wie das eben so ist unter Fußballern. Und ich war gerade aus Schalke ausgetreten. So, ne, wegen dem Tönnies, seinen Rassismusgeschichten. Und da saß der Franz so neben mir. Und wie gesagt, da klopft er so auf meinen Schenkel. Was, hör mal, tritt doch da wieder ein. Ich kann ja mit dem Tönnies mal reden und so. Aber muss ich gar nicht und so. Du, früher, da gab es Sachen bei Bayern, da sind Sachen passiert. Da wärst du ja längst ausgetreten und so weiter. Und so. Und dann haben wir aber irgendwie, das habe ich mich auseinandergesetzt mit ihm. Günther saß da so gegenüber, ein bisschen skeptisch, wusste nicht, auf welche Seite er jetzt springen sollte und so. Aber es war trotzdem irgendwie ein ordentliches Gespräch. Und so habe ich Franz kennengelernt und so kann ich das auch. Also eine Sache bestätigen, es ist ein guter Mensch gewesen. Es war jetzt nicht einer, der jetzt wirklich, also man könnte ja vermuten bei diesen ganzen Millionen, die da verschwunden sind, irgendwie, dass das nicht gut war, kein Thema und dass das richtig blöd war von ihm. Nur, dass das jetzt irgendwie die keine, sagen wir mal, nennen wir es so, keine böse Absicht dahinter stand. Ja. Ne? So. Aber trotz allem, ich habe die Beerdigung, du hast wahrscheinlich auch gesehen, haben wir alle im Fernsehen gesehen, wo ich so dachte, als der Söder anfing zu reden, habe ich gedacht, irgendwie, nee, Alter, du kannst jetzt nicht irgendwie eine Doku in den Sack hauen, irgendwie, wo auch über Menschen, wenn du Mensch, also wenn ich beurteilt werden will, dann sollen sie alle meine Sachen beurteilen, die es über mich gibt in meinem Leben. So. Und das gehört zur Franz-Geschichte dazu. Da hat er einmal Scheiße gebaut und so. Und der Söder, wenn man ihn jetzt zum Heiligen macht, das hätte Franz auch nicht gewollt. So zum Thema Beckenbau. Ja, vor allen Dingen, weil es ja so ist, dass. Ich sag mal, aus juristischer Sicht, Franz ist nie irgendwie verurteilt worden oder so. Man konnte ihm bis am Ende nicht nachweisen. Nee. Und ich glaube auch, wie du das sagst, ich kannte ihn auch, mehrmals begegnet, aber nicht so intensiv. Ich glaube, der hat das, also es gibt auch genau das, was du sagst, alle wieder, die ich kenne, die ihn gut kennen, die gedacht haben, der hat das einfach nicht so als Unrecht empfunden. Ja. Nee, und das Witzige ist ja, auch da gibt es ja wieder Verbindung zu uns beiden, denn wir beide haben uns auch bei dieser WM getroffen. Erinnerst du das noch? 2006. Ja. Wo? Welche Stadt? In Hamburg. Hamburg? Bei welchem Spiel? Beim Spiel Elfenbeinküste gegen Argentinien. Ja, das ist ein geiles Spiel. So, und da sind wir doch in dieses Hotel in der Innenstadt, wussten wir doch alle, wo es natürlich denn doch keine Parkplätze gab. Und wir beide schon mit so einer Fresse da, Bus voller Leute, der Busfahrer, der aus sächsischen Akzent hatte oder aus München kam, der diesen einen Weg von der Innenstadt in Hamburg über die Reeperbahn zum Stadion fährt und dreimal so lange braucht wie gehen. Vor uns ein Auto, dem der Motor platzte und rauchte. Und dann sitzen wir genau in der Ecke Nordwest, in diesem schalltoten Raum, wo wir nichts verstehen konnten, was damals Marek Erhardt, mein Kollege als Stadionsprecher, gesagt hat.
Und ich weiß noch, dass wir beide uns irgendwann so gut unterhalten hatten, dass diese ganzen anderen Leute, von denen ich nicht weiß, was das für VIP-Gäste gewesen sein sollen, dass sie sich, glaube ich, gut unterhalten gefühlt haben. Aber das waren auch tolle Mannschaften, die Didier Drogba damals in der Elfmeinkiste. Und Guy de Mel hat nicht gespielt, das fand ich sehr schade. Aber gigantische Kulisse und gigantische Stimmung. Es war, er war herrlich. So. Fand ich auch. Also auch Franz, oder? Klar. Ja. Da bist du mit. Das Thema eben schon angeschnitten. Wir haben ja heute noch über Schalke sprechen, deine große Liebe. Ja, was ist denn da los, Peter? Also jetzt mal, du hast es mit Tönnies gesprochen. Auf der anderen Seite hat ja das Gefühl, ohne Tönnies geht es irgendwie doch nicht. Nein. Also mit Tönnies hat das. Also ich meine, wenn man. Also eigentlich gut, das könnte man ein bisschen vergleichen mit der politischen Situation im Augenblick, weil ohne die Merkel wären wir jetzt auch nicht da, wo wir jetzt sind. Das heißt irgendwie, Tönnies hat trägt einen ganz großen Teil, ich will den auch gar nicht mehr erwähnen, dessen, was jetzt ist auf Schalke. So, also weißt du, wir haben einfach jahrelang zu hoch gepokert, so. Mhm. Auch wenn Raul ein toller Spieler war und da und Boateng und solche Geschichten und so, die haben ständig die Struktur der Mannschaft so verändert, dass die anderen, ob das jetzt ein Holtby, egal was jetzt aus dem geworden ist oder wie auch immer, das bestimmte oder Max Meyer und so, die kriegten immer jemand vorgesetzt. Da war eben der Raul, der schoss nicht nur die Ecke, der nahm die Ecke auch an. Dann war der Boateng, der gesagt hat, was man für Klamotten trägt und so weiter. Ständig wurde die Struktur der Mannschaft verändert, im Trainermanagement sowieso auch. Das heißt, wir tragen jetzt die Spätfolgen und die Spätfolgen so aufzuarbeiten, das schaffst du kaum. Und dass sich da mal für zu entscheiden, zu sagen, wir bleiben jetzt mal in der zweiten Liga, was für mich übrigens jetzt in Hamburg lebend bis jetzt ziemlich geil ist, weil Rostock, St. Pauli, HSV, Kiel, Osnabrück, alle um die Ecke, so. Einfach um sich neu aufzubauen, sich neu aufzustellen. Und ich weiß noch nicht mit dem Trainer, wenn man mich jetzt danach fragt, mal gucken. Hätte ich jetzt gleich gemacht. Ja, so hätte ich es gemacht. Aber hätte ich auch gesagt, das ist eben Schalke, wo du dann sagst irgendwie, also soll mir jetzt auch keiner erzählen, sind immer die Trainer sagen, ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet, was hier los ist. Alter, das ist bekannt, was da natürlich los ist, wenn du da hingehst. So. Wenn das einer nicht weiß, dann ist er der falsche Trainer. Ja, aber der letzte Fehler ist eben, dann holst du, wir haben jetzt da noch zwei Torhüter, Herkren, der ist jetzt ausgeliehen und dann haben wir den Müller, irgendwie hat der Vorhang gehabt, ist jetzt wieder gesund, aber der Fährmann ist halt so einer, ne, der sich dick und breit macht und auch in der Kabine, keine Ahnung, wir sind alle nicht dabei, aber auch ein paar Stimmen hinter sich hat. Und dann haben die sich halt im Trainingslager zu entschlossen, so, jetzt geht der wieder ins Tor. Ne, so. Und ich dachte, nein, Alter, das ist fast, ich sage jetzt mal, nicht alte Schule, aber der ist wirklich als Kicker, kannst du dir vergessen, da kommt kein Abschlag wirklich an den Punkt. So, der Müller hat es bewiesen, ich finde ihn so. Und jetzt wird er nach 4 Toren in Kaiserslautern eingeschenkt, 2 davon hätte er haben können irgendwie. Ist er wahrscheinlich abrasiert, also wieder Unruhe in der Mannschaft, wer ist jetzt hinten, was ist da los in der Kabine und so weiter. Wir haben im Augenblick nicht das Potenzial für die erste Liga, es reicht fürs Mittelfeld der zweiten Liga, aber da müssen wir hin. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja noch tatsächlich am unteren Mittelfeld jetzt gerade. Ja, aber du weißt, wie schnell das geht. Ja, ich weiß. Also in der zweiten Liga das rasant auch. Was mir aufgefallen ist, ich habe die Leute so im Vorfeld der Sendung, die ich gefragt habe, auch unter dem Eindruck von Marc Wilmots. Was ist deine Meinung zu Marc Wilmots? Ich habe mich gewundert, dass die Leute sehr kritisch waren. Mit Marc Wilmots? Ja, ich meine, der hat ja so ein kleines Hoch mit der belgischen Nationalmannschaft, also als Trainer. Ne, so. Aber auch mit einer Nationalmannschaft, in der wir beide von der ersten Elf 17 Leute aufstellen können. Ne? Ja, gut. Und dann musste er auch wieder gehen. Ne? Ja, so hoch war es dann auch wieder. Ja, nicht. Ich meine, die Frage ist immer, Wilmots, man denkt sofort, erinnere ich mich sofort zurück an die Zeit, als Wilmots natürlich gespielt hat und Assauer noch da war und so, wo du immer sagst, irgendwie brauchst du einen, also bei bestimmten Vereinen braucht man einer bestimmten Zeit jemand, der am Tisch haut. So. Ja. Und der klar sagt, was Sache ist. So, ne? Wo ich immer so denke, Mensch, erwachsene Menschen. Ne? Ja. So. Und wir haben einen, der eigentlich, wir haben eigentlich, jetzt pass auf, wer ist der erwachsenste Mensch bei Schalke? Was glaubst du? Im Verein. Dirk Winkelmann, der Chefredakteur vom Schalker Kreisel, von der Stadionzeitung, die beste Stadionzeitung, glaube ich, der Welt ist. Na gut. Ja, Norbert Elgert. Okay. So, also fast, ne? Ja. So, also der Trainer der A-Jugendmannschaft. Das heißt, da ist eine Autorität da, wo ich mich frage immer, der ist sehr bescheiden. Und es gab mal einen Punkt, der war sehr interessant, da haben die A-Jugend, hat gegen Hoffenheim die deutsche Meisterschaft geholt, ne? So. Mhm. Und hat eigentlich, ich weiß nicht mehr, der Reporter, wer das jetzt war, irgendeiner von Sky, das Spiel wurde übertragen, ich habe es geguckt. Ja.
Und der hat genau das Falsche gemacht. Der mich, es war gerade ein Trainerwechsel. Ich weiß nicht, wer wieder wegging oder wer nämlich konnte, ob der Ragnik gerade Burnout hat, egal. Auf jeden Fall fragte er den, würden Sie auch Trainer der ersten Mannschaft sein? Das machst du aber nicht, wo du jetzt genau gerade A-Jugend-Deutscher Meister geworden bist, sondern du machst es wohl möglich später. Hat der Elger natürlich gesagt, weil er so bescheiden ist, aber er sagt nein. So. Hätte man den 2 Wochen später gefragt. Ich wette, der hätte es gemacht. Und das ist für mich so ein Beispiel für Schalke. Auch meine Hoffnung stirbt, in Anführungsstrichen, hört sich so blöd an, wo mit Norbert Elgert, ich möchte, dass der ewig weitermacht. Ja. Und er fördert zumindest den Nachwuchs. Ja. Und hoffe, dass er auch mal ein Trainer am Start ist. Ich hoffe, dass die beiden, es gab schon wieder Gerüchte, dass sie sich nicht verstehen, keine Ahnung, dass da eine Zusammenarbeit gibt, weil du kannst ja aus Europa eine Mannschaft zusammenstellen, wo überall Schalke draufsteht, wo du denkst, ne? Also das ganze Feld, ob das Neuer ist, ob das in der Verteidigung ist, ob das wo auch immer und von Sané bis schieß mich tot. Also als du es gerade gesagt hast, das ist natürlich auch wieder typisch die Frage, ich musste automatisch an Toni Kroos denken. Du gewinnst diese Groß 90, da habe ich auch mitgemacht, mit Robbie Williams zusammen, irgendwelche Zitate, was mir dazu eingefallen ist. Aber ich will ja nicht so weit in die Wunde greifen, aber ich habe das Spiel gesehen gegen den HSV und habe gedacht, boah, der HSV, der, wo dir vieles von dem, was du beschreibst, auch zutreffend ist. Ja. Auch mit zu hoch gepokert und dies und das. So. Aber wo ich denke so, Alter, warum verliert der HSV gegen die Außenseiter? Weil die Außenseiter den schönen Satz, den ich aus meiner Basketballzeit kenne von Heiner Zarnack, als er gemerkt hat, ich wachse nicht mehr und das ist auch technisch beschränkt. Naja, aber laufen kannst ja, ne? So, also wenn du läufst, dann hast du eine Chance. Ja. So. Und ich sehe 90 Minuten, also Anfang so alibimäßig 5 Minuten, in der zweiten Halbzeit 2 Minuten. Gut, das erste Tor des HSV war ja Wahnsinn. Der Spieler ist ja fast danach zum Arzt gegangen wegen Depressionen, weil er so einsam war vor eurem Tor. Ja, der hätte auch 3 Torhüter reinstellen können. So. Aber da hast du einen Trainer, der auf gar nichts reagiert. Du hast eine Mannschaft, die weder den Ball, noch den Mann, noch die Passwege attackiert, sondern einen greisen Terodde, der versucht, irgendwas zu bewirken. Und dann kommt mal einer hinterher. Und der HSV hatte gar keine Chance, das Spiel nicht zu gewinnen. Dann gab es mal so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es dann manchmal so. Das ist ja auch, wenn der HSV gut aus der Pause kommt, auf der anderen Seite, Schalke, hast du das Abendspiel, du hast da 60.000 Leute. Und wie kann das sein? Und dann habe ich das Spiel gegen Kaiserslautern gesehen, gegen euren extremer Dimmi, mein Buddy, der kurz vorm Aus schon wieder stand in Kaiserslautern. Ja. Und der nur Kaiserslautern, seine Schwester lebt da und der das alles liebt. Und der dann so abgeht mit der Mannschaft, weil sie einfach das tun, womit Schalke nicht rechnet. Und was dann wirklich schmutziger Zweitliga- oder Zweitliga-Fußball ist. Und da habe ich nur gedacht, mir war das gar nicht so klar, aber das ist ja richtig heftig. Richtig heftig, ja. Es ist jetzt, und jetzt zittern wir schon, dass wir es gegen Braunschweig zu Hause holen. Ne? Ja. Das ist so ich kann es ja nicht sagen, es ist wirklich nicht greifbar. Also so, als was da... was man da im Augenblick noch machen sollte, ne? Weil jetzt auch wieder irgendwelche Transferversuche irgendwie scheitern auch daran, dass Schalke nicht mehr attraktiv ist. Mhm. Ne? So. Naja. Und du musst halt total aufpassen. Also wenn er auch nicht mehr attraktiv ist, dann ist auch die Jugend, was ich gerade über Elgert gesprochen habe, irgendwie. Bleibt dann auch nicht. Da gucken die sich dann auch um, ne? Was macht der Nachbar und so. Wo kann ich hingehen? Also das ist... Und vor allen Dingen fragst du dich dann immer irgendwie, abgesehen von den ganzen Schulden irgendwie, das ist sowieso immer, man guckt ja dann gerne auf so Vereine, ob das jetzt Pauli ist, ob das Freiburg ist, ob das Union, auch wenn die jetzt gerade unten wieder sind, aber wo die so sagen, wie viel Kohle haben die und wie viel haben wir? Was ist jetzt mit Kohle? Nee, wo stimmt's denn da nicht? Ne, so. Und wo du das Potenzial hast, dass wirklich ein Verein ist, wo ein Herz hinter ist. Ne, so. Also das, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Und ich stelle mir jetzt auch nicht die Frage jedes Wochenende, obwohl ich trotzdem natürlich meine Laune dann immer, ne? So, aber das ist bei uns so. Ich weiß, es ist ja auch so, ist auch ein blödes Thema eigentlich, wenn man sagt, dieser Red Bull-Konzern hat so ein Netzwerk von jungen Spielern überall auf der Welt. Ja, aber ich erinnere mich sehr gut, dass insbesondere Schalke 04 in den 70er Jahren bereits umfangreiche Kooperationen mit Vereinen in Brasilien und so weiter eingegangen ist. Da ist ja nicht ein Spieler gekommen. Nee. Das ist ja nicht nur Schalke, aber es ist bei vielen anderen Vereinen. Also das heißt, Red Bull aufs Brot zu schmieren, dass man in den letzten, müssen wir mal kurz rennen, fast 60 Jahren niemanden gefunden hat in verschiedenen Ländern, ist ein bisschen unfair. So viel Flügel kriegst du auch nicht dadurch. Aber deswegen, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht und ich fand dann das Argument seltsam, dass Leute gesagt haben, ach, der Wilmots bei Belgien mit der Mannschaft, nichts gerissen, wo man sagt, naja,
Das ist eine unfassbare Mannschaft mit dem jungen Lukaku und mit De Bruyne und weiß der Geier was alles. Ja, mit zwei Top-Torhütern, Courtois und Mignolet, also wirklich Champions-League-Siegern. Aber die andere Seite ist die, was sollen wir denn sagen? Niko Kovac hat mit der Mannschaft, die Vize-Weltmeister und jetzt wieder im Halbfinale war von Kroatien, als die alle in der Blüte ihres Lebens waren, als Modric noch keine Mitte 50 war, bei der WM auch, glaube ich, noch die Vorrunde geschafft. Ja. Mit so einem Sturm wie Olic und weiß der Geier was. Und ist danach mit Eintracht Frankfurt, mit einem unfassbaren Spiel gegen Frankfurt, gegen Bayern, Pokalsieger geworden und ist heute ein etablierter Trainer, auch wenn er es gerade schwer hat in Wolfsburg. Das fand ich ein bisschen erstaunlich. Mir hat das gewundert, dass das auch so eine Wucht gab von den Schalkern, auch so gegen Wilmots, weil der war doch schon mal bei so einer Abstiegsretteraktion ja, dabei. Und der fand ich, hat der einen sehr guten Job gemacht, finde ich. Ja, du, es ist... wirklich, wie da die Chemie sich trifft. Ich weiß, Schalke ist überhaupt nicht voraussehbar. Kann sein, dass die jetzt plötzlich gegen Braunschweig mal aus dem Quark kommen, wäre schön. Ja. So, aber, ja, mal gucken. Was man wohl voraussehen kann, ist, dass Klopp mit Sicherheit nicht Trainer wird bei Schalke. Ja, das ist ja das Traurige. Wer schon hätte Trainer werden können allein auf Schalke oder wenn man es richtig gemacht hätte oder wenn damals eben, ich finde ja, also Ragnick irgendwie, sieht man auch wieder, was er mit Österreich reist, ne? Den habe ich auch mal schön kennengelernt, war herrlich auf einer, da habe ich mit den Schalkern, haben die mich gefragt, ob ich eine Schallplatte aufnehme, ne? Hieß ja früher Schallplatte und sind wir ins Studio gefahren und Kevin war auch dabei und so, hat auch versucht zu singen und das war, und dann war, und Manu war noch nicht im Tor. Und das war ganz lustig und dann waren wir auch ein paar Brasilianer, egal. Aber das heißt noch Rost. Ja, Ross, ja. Ross war so, Ross stieg ein in den Bus. So stieg ein in den Bus ein und dann dachte ich irgendwie, dann war irgendwie plötzlich der Bus voll, ne? Und dann dachte ich, oh Gott, ja, dann stehe ich auf und gehe raus oder so und fahre ich mit Privatpicker oder mit der Straßenbahn nach Köln, über das Studio und so. und dann sagte der Ross, nee, zuerst stehen die jungen Spieler auf. So, da war Ross war Chef, ne? Ja. So. Und dann musste irgendwie einer aus dem Bus. Dann fing Ragnick, und das ist Ragnicks Problem unter uns, er möchte alles organisieren. Das heißt, er organisierte dann direkt den zweiten Bus, weil dieser Bus war zu klein. Ne? So. Und dann saßen wir irgendwie, also es war völlig merkwürdig. Aber auf jeden Fall, wie komme ich drauf? Trainer. Trainer und was habe ich? Klopp. Ach, Klopp. Ja, warum Klopp eigentlich nicht? Ja. Ja, Klopp, ja, natürlich unmöglich, dass der zu Schalke geht. Der hat jetzt irgendwie, obwohl der will ja Ruhe haben. Ne, nehme ich an. Ja. Verdient hat er eh genug für sein Leben hinaus. Und ich glaube, der war mal Ruhe, der ist ausgebrannt, nehme ich an. Hat er irgendwie, wahrscheinlich hat ihm das entweder seine Frau oder sein Physio- oder Psychotherapeut gesagt. Ich glaube, das hat er selber. Weiß ich nicht, ob er das selber merkt, ganz ehrlich. Doch gleich. Also, ich will mal einmal kurz anhängen bei der Geschichte, weil der natürlich auch oft von Schalkern kommt. Damals hätte der Klopp ja auch zu uns kommen können. Die berühmte Geschichte beim HSV mit der zerrissenen Jeans, ja. Wie bescheuert ist das denn? Ja. Ich glaube wirklich, man hat auch damals Eden Hazard nicht haben wollen, weil der ein Blütchen weggeschossen hat, irgendwo in Frankreich beim Training. So, egal. Gut, und Eden Hazard kannst du auch voll ins Klo greifen, wie man gesehen hat bei Real. Egal. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, als Jürgen Klopp zu Dortmund gegangen ist, da war Schalke an der Champions League und der HSV auch. Ach, das war unser gutes Jahr, ne? Da waren einige gute Jahre, ja. So. Da sitzt Dortmund und ist wegen dieser damaligen Qualifikationsgeschichte, dass du nicht automatisch, wenn du nicht Champions League spielst, Europa League spielst, sondern musst diese Qualifikation spielen und bist in diesem Spiel raus. Und du siehst diese Mannschaft da, DD, und weißt du, die verkaufen jetzt 8 Spieler, anders geht das gar nicht. Und dann wird es richtig eng. Und jetzt denkt ihr parallel, Geschäftsstelle HSV, Schalke, Dortmund. Die sitzen da und sagen, wir hatten den Röber als Trainer, den Thomas Doll. Wir sind im Pokalfinale gewesen, wir wissen gar nicht warum, und müssen die ganze Mannschaft verkaufen. Ist alles vorbei. Was ist denn mit dem Typen, der dem Bundestrainer immer erklärt, wie Abseits funktioniert, dabei die ganze Zeit so Bumsbewegungen macht und die Hand bis zum Ellenbogen in der Tasche hat? Der ist doch mit Mainz, hießen die, glaube ich, mal aufgestiegen. Und dann sitzen die da und sagen, jo, aber der ist nie wieder aufgestiegen, nachdem er abgestiegen ist. Und Dortmund sagt, jo, aber der kostet nicht so viel und der ist sympathisch. Und Schalke und der HSV sagen, ja, aber weiß ich jetzt nicht. Die treffen sich mit dem. Jetzt kommt der dahin, zerrissene Jeans hin oder her. Und der sagt, pass auf, ich hätte als erstes folgende Idee. Ich kenne da so einen Typen in Japan, da musst du auch nichts für bezahlen. Außer 275.000 Euro Ausbildungsvergütung.
Und ich hätte gern diese beiden Innenverteidiger. Hummels bei Bayern gescheitert, aber immer noch als Leihspieler. Und neben Subotic, hat nie einer gehört. In der zweiten Liga auf Platz 8. Das sind meine Jungs. Ganz im Ernst, da hätte man auf Schalke und beim HSV gesagt, entschuldige mal, wir wollen um die Champions League spielen. Und Dortmund hätte gedacht, okay, können die laufen? Die sind günstig, alles klar. Deswegen, ich glaube, dass das so ein Match war, dass ich glaube, die Diskussion, warum nicht bei uns, sondern da sich erübrigt. Weil ich glaube, das hätte nirgendwo so funktioniert wie bei Dortmund. Und zwar auch diese Not, die Dortmund damals hatte, hat funktioniert. Ja. So, jetzt geht er bei Liverpool. Ja. Jetzt ist Folgendes. Ich glaube, dass er das wirklich selbst entschieden hat. Ich glaube, dass er das natürlich mit seiner Frau bespricht. Ich glaube, dass der es auch mit dem Team bespricht. Seine Assistenten hören auch alle auf. Ich glaube, dass die Mannschaft dieses halbe Jahr 110% geben wird. Dass er auch zu einem guten Zeitpunkt das Ganze hat, ne? trifft. Ja. Weil City kriegt die Punkte nicht. Ja. Spielen wieder besser, kriegt Punkte nicht. So, die anderen, die Außenseiter, werden, glaube ich, oben nicht so lange dabei bleiben können. Und bei Arsenal ist jetzt das große Ding, geht Arteta am Ende zu Barcelona als ehemaliger Assistent von Guardiola. Und natürlich ist der Nachfolger eigentlich schon, steht schon fest, Xabi Alonso bei Liverpool ist für mich die totale Nummer eins. Und die große Frage ist nur, bevor wir über Liverpool weiterreden, was macht Jürgen Klopp danach? Weil Julian Nagelsmann macht jetzt diese EM, von der du was erwartest? Wollen wir was trinken vorher? Oder wir lachen gerade beide, zufälligerweise. Ja, nee, ja, du. Ist auch noch ein Rätsel, ganz ehrlich. Also ja. Könnte man jetzt auch sagen, erwartet man gar nichts. Aber je nachdem, wie die sich dann irgendwie den Arsch dann doch aufreißen und er ein System hinkriegt, was die kapieren, das ist irgendwie halt so die Frage. Aber nochmal ganz kurz zu Kloppo. Ich habe gegen den auch mal gespielt. Oh. Und zwar war das, als wir alle betrunken aus dem Zug stiegen, beim Wunder von Bern Premiere, jetzt auch 20 Jahre her, da haben wir gegen diesen Lotto-Elf von Wolfgang Overath gespielt. Eigentlich, wenn deine, ich ehrlich bin, eigentlich, eigentlich mein, ja, ja, aber Wolfgang, ich habe Wolfgang, ne, wie ich ihn nenne, habe ich das so machen lassen. Ja. Und dann war er auf, ich war rechts außen gespielt, er war mein Gegenspieler. Nein, aber was ich sagen will mit ihm, was ich vorhin sagte auch, weißt du, wenn du in so einem Job bist, ich glaube nicht, das habe ich auch gesagt, seine Frau oder irgendjemand wird ihm das gesagt haben, ich glaube, du merkst das kaum von selber. Du musst immer, es musste jemand sagen, hör mal, heute Abend bist du aber beim Fußball eingeschlafen vom Fernseher, hast du es gemerkt? Also du musst angetippt werden und das ist irgendwie auch so ein Ding, irgendwie, weil oft, es gibt genug Leute, die machen dann irgendwelchen Scheiß oder denen passiert, die werden auch oder passen nicht mehr auf, egal in welchem Job. Ich habe das oft erlebt, auch in meinem Job irgendwie. Und den musste, und das ist auch eine Aufgabe eigentlich von einem Mitmenschen irgendwie, zu sagen, hey Alter, ich glaube, es ist irgendwie, komm mal runter, weißt du so. Und das Tolle finde ich eben, dass er dann darauf hört oder dass er es jetzt tut und auch dann eben von sich allein in dem Sinne eben sagt irgendwie, ich mache da nicht mehr. Was man dann macht, also wenn es jetzt wirklich so ist, wie wir uns das vorstellen, dass er in Anführungsstrichen ausgebrannt ist, ich glaube, dann braucht er auf jeden Fall nicht nur bis zur Europameisterschaft Pause. Aber das er hat ja keine Pause bis zur Europameisterschaft. Das hat nicht vergessen. Also, ich, ja. Du, also dann, man muss ja einmal kurz sagen, die englische Liga, auch wegen der vielen Pokale und wegen der großen, also die englische erste Liga hat 18, aber die anderen fahren natürlich 22. Und dritte und zweite, dritte und vierte Liga spielen ja mit in verschiedenen Pokalen. Du hast halt echt viele Spiele. Du hast mehr Spiele als in jedem anderen Land. Ja, ja. So, das heißt, der muss voll durchziehen. Deswegen erscheint mir die Situation, was die Nationalmannschaft angeht, für schwierig. Weil ich glaube, dem Nagelsmann nach der EM zu sagen, komm, wir haben es mal probiert, war nett von dir, dass du auf viel Geld verzichtet hast. Bist ein junger Kerl. Ach, weißt du was, mach doch nochmal 20 Jahre Topclubs, weil das ist auch ein Mann für Liverpool. Der wird auf jeden Fall, wird man den Namen dort kennen. Nimm doch einfach mal die 20 Millionen 10 Jahre lang und dann kannst du ja wiederkommen und dann hast die Spieler alle, dass sie sagen, oh, der hat aber mal eine geile Hose an oder so, ja? Vielleicht keine zerrissen. So. Ich glaube, dass das da ein friedliches Auseinandergehen geben kann, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, du, wenn du nur mal ein oder anderthalb Jahre so wartest mit Jürgen Klopp, das wäre ganz nett. Das wird der, glaube ich, nicht machen. Oder das macht Rudi nochmal oder so. Ich glaube, es gibt beim DFB im Moment kein Szenario, das Klopp auffangen könnte, wenn er sagt, ich bin im nächsten Jahr vielleicht wieder bereit oder in anderthalb Jahren. Ich glaube, wenn er 2026 machen will, dann müsste er spätestens in anderthalb Jahren zurückkehren. Dafür gibt es aber kein Szenario beim DFB. Ich glaube aber persönlich, dass Jürgen Klopp durchaus gerne
Nationaltrainer wäre. Die Frage ist, was die Alternative ist. Ich glaube, es ist eine 50-50-Chance, dass er gar nichts mehr macht. Was ich mir aber eigentlich auf Dauer nicht vorstellen kann. Und dann ist Ausschlussverfahren. Ich glaube, England ist klar, macht er nicht mehr. Deutschland, glaube ich, macht er auch nicht. Er wird nicht zu Bayern gehen, weil ich glaube, das wird er sich selbst nicht antun. Nee. Frankreich kannst du vergessen, Spanien, das ist gar nicht seine Welt. Spanien. Italien ist raus. Spanien ist, wohin gehst Jürgen Klopp nach Spanien? Er würde passen zu Atletico Madrid. Aber wenn ich Jürgen Klopp wäre und jetzt anderthalb Jahre lang auf Mallorca hocke, auf meiner Bude. Die andere Bude ist übrigens in Wiesbaden, also nicht weit zum DFB. So, und die dritte ist auf Sylt, nicht weit zu Hamburg, mit Co-Trainer von Tim Walter am HSV. So, dann würde ich doch überlegen, warum soll ich nochmal den Underdog nehmen? Weil ich bin ganz sicher, dass Real Madrid in einem Jahr bereit wäre, ich glaube auch mit dem Segen von Carlo Ancelotti zu sagen, wisst nicht mal, ach komm Carlo, mach noch ein halbes Jahr oder mach nur ein Jahr, auch wollen wir nicht mal reden? Weil ich glaube, nach dem, was Xavi jetzt gesagt hat über Barcelona, wird sich Klopp nie im Leben Barcelona antun, obwohl ich glaube, dass seine Frau Barcelona eine tolle Stadt findet. Das kann mir auch gut vorstellen. Ist ja auch eine tolle Stadt. Aber vielleicht mal gucken. Also als Nationaltrainer, ich hätte nichts dagegen. Fertig. Das ist doch für ihn perfekt. Ja. Der hat ein super Scouting-Netzwerk und hat kaum noch Spiele. Das ist doch super. Kannst du mal ein bisschen ausruhen? Also das glaube ich auch. Wenn sie mir das anbieten würden, ich würde es machen. Ich würde es machen. Ja. Frag mich keiner. Warum wären wir nicht Bundestrainer? Würden wir beide zusammen überbrücken, bis Jürgen kommt? Ja. Locker. Kennst du ihn? Was? Kennst du Jürgen Klopp? Ja, nur so ein bisschen. Er sollte mir meine Karte besorgen, aber war er auch schon gestresst. Und zwar, da war er noch bei Mainz. Er hat gesagt, wir haben so eine Sendung gehabt, hier auch irgendwo im Elysee und so. Und da war er mit Mainz ganz, ganz super hochgefahren. Irgendwie hat er mir keine, das war Schalke gegen Mainz. Da musste ich mir so eine besorgen. Ein bisschen sauer bin ich auf ihn. Deshalb schnappen wir ihm gerne den Job als Bundestrainer weg. Ist okay? Ja, ich kenne ihn schon sehr lange, nicht besonders gut. Bei Mainz hätte ich dir von Jürgen Schreiber Grüße, Karten besorgt. Der Sohn von Markus Schreiber, der mich mit Jürgen zusammen angefangen hat bei Mainz. Da erkenne ich ihn als Jugendlichen. Und ich würde sagen, Rudi hat meine Nummer, deine wahrscheinlich auch, oder? Ja, normal. Ruf uns an. Ja. Ich brauche auch den Co-Trainer, dann bist du der Cheftrainer. Ja, das ist doch auch hier in Deutschland, das ist ganz einfach. Wir sind um die Ecke. Es ist günstig für alle. Wir können uns auch aufteilen, verschiedene Städte. Weißt du, ich wollte gerade sagen, wir sind da, aber noch geiler ist, sie kennen uns. Ja. Also, glaubst du, dass Jürgen Klopp nochmal wiederkommt als Fazit? Ja. Glaube ich auch. Ja. Glaubst du an die Theorie, Nationalmannschaft ist möglich, Real Madrid ist möglich? Ja, auch. Gut, jetzt haben wir vorhin nämlich was vergessen, sind wir schon mal einer Meinung. Wer steigt eigentlich aus der zweiten Liga auf? Haben wir gar nicht gesagt gerade. Von der zweiten Liga auf? Ja. Pauli steigt auf. Und müssen sie eigentlich, oder? Ja, das kannst du jetzt nicht nochmal verkacken, oder? Nee. Und weil wenig, und wenig ja auch, aber die haben jetzt auch wieder verkackt mit Düsseldorf. Ich hatte mit Düsseldorf gerechnet. Ja. Weil den Trainer, den der HSV da rausgeschmissen hat, der ist einfach, den hätte ich zum Beispiel gern zu Schalke geholt, aber hat Schalke auch wieder gepennt. Ja. Ich finde den Tune sehr toll. Aber er spricht ein bisschen seltsam, oder? Ja, gut, das ist er artikuliert sich etwas extrovertiert. Ja, das hat aber, das gibt es ja so Trainer. So. Ja. Also, die einzige Mannschaft, auf die ich setze oder wo ich glaube, dass die auch das Zeug hat aufzusteigen, ist ein Pauli. Und beim HSV ist eine alte Geschichte. Ne? Ist das irgendwie, dann gewinnt sie gegen Schalke und dann verliert sie das nächste, wo ich auch so denke, könnt ihr nicht gegen uns verlieren, Mensch? Naja. Ich meine, wir haben auch gegen Karlsruhe, haben wir glaube ich auch verhauen. Ja, naja, Karlsruhe hat auch noch eine sehr große offene Rechnung mit dem HSV. Ja. Aber was ist mit Kiel? Ja, Kiel wäre nicht zu viel. Also das ist... Hätten es mal verdient, oder? Hätten mal verdient, ja. Also gut, der hat drei, komm, Kiel, Pauli und der HSV von mir aus da hoch. Aber Düsseldorf ist auch ein... Auch Hannover wollen wir bitte nicht vergessen. Die haben sich in der zweiten Liga gut... Nee, die kacken ab, das weiß ich. Was ist mit Hertha? Will ich auch gar nicht. Nein, mein Problem ist doch wirklich irgendwie, wenn die drei hochgehen, wie ich gerade genannt habe, HSV, Kiel und dann Pauli, dann habe ich hier drei Spiele weniger. Weil du auch nicht auf der Zone umsteigst. Ich auch nicht. Weil ich in Hamburg lebe und weil ich da wäre. So. Weißt du, so die und ich immer nach Gelsenkirchen runter. Ich war neulich hier beim Kölner Treff in der Talkshow und dann am nächsten Tag war eben das HSV-Spiel. Ja. Da sagten die alle, ja, dann bleibst du doch und dann gehst du irgendwie ins Stadion und so weiter. Ich sag, pass auf. Eigentlich ja, aber im Augenblick ist es so, wenn die nachher 1-0, ich habe noch gesagt 1-0 verlieren,
zu Hause. Ne? Und ich fahre mit den ganzen HSV-Ultras schön im Zug nach Hause. Und trittst das Klo kaputt, wie ja, du das so, immer machst ja, bei solchen so, Sachen. Ne, ja. Ja, möchte ich nicht. Kennt man von dir. Und dann habe ich mir zu Hause angeguckt am Fernseher. War für meine Freundin nicht so nett und für mich auch nicht. Aber ich habe dann selber gespielt und gewonnen, fertig. Du spielst selber noch Fußball? Ich spiele dreimal die Woche. Boah, stark. Ja, ich spiele montags, donnerstag und samstags. Und du spielst rechter Verteidiger? Nee, ich spiele je nachdem, wie die Truppe aufgestellt ja. ist, weil ich bin schnell ja. und so laufe noch ordentlich was weg. Ja. Und am Samstag bin ich irgendwie der zwischen 6 und 8 und 10. So. Und am Montag bin ich die 7, mache ich den Libuda. Ja. Und donnerstags ist immer je nachdem. Das ist so, donnerstags ist die leistungsstärkste Truppe. Da bin ich froh, eigentlich in Anführungsstrichen, dass ich mitspielen darf. Die sind alle halb so alt wie ich und so. Und wissen die aber nicht. Ja. Aber ich verrate das auch nicht. Und da spiele ich quasi in Anführungsstrichen, nicht wo die mich hinstellen, aber klar, ich sage dann, komm, dann geh vorne in den Sturm oder keine Ahnung. Du bist ja auch jemand wie ich, das ist ja auch parallel von uns beiden, der auch den Leuten, mit denen er unter die Dusche geht, eigentlich keine Überraschung mehr bietet, weil du ja deine primären Geschäftszeit auch schon in Kameras gehalten hast. Hab ich? Am Tag, als Bobby Ewing starb, ja. Ja, gut. Ja, gut. Bei mir war es ja. April, um Stefan Raab reinzulegen, dazu ist naheliegend, dass man nackt ist. Ja. Aber ist schon mit, also da wir bei dem Thema sind, unter der Dusche mit Profis ist schon interessant. Ich weiß, ja. Oder, ne? Klar. Weil das ein Spiel, das war auch dieses Spiel, wo wir vorhin schon mal drüber geredet haben, das war das Abschiedsspiel von Stefan Effenberg. Ja. So, und wo Claudia mich angerufen hat und ich dachte erst irgendwie so, die hat irgendwie versteckte Kamera. Aber ist das mit Strunz? Ja, die sagte, mein Stefan hat jetzt ein Abschiedsspiel und es wäre schön, wenn du dabei wärst. So, und ich so, dann würde ich aber gerne mitspielen. Ach, du spielst auch Fußball. Könntest du deinen Sohn denn auch mitbringen? Ich weiß nicht, ob der Zeit hat, aber ich komme gerne so. Ne? Und dann haben auf den Trikots stand dann, es wurde vom Deutschen Sportfernsehen übertragen, die Tigers gegen die Heroes. Ne? Das Trikot habe ich auch nicht mehr. Wollte ich weiß gar nicht. Ja. So. Und dann kam die halbe Bayern-Mannschaft damals mit Hitzfeld noch aus München angereist, mit Olli Kahn und alle fit im Schritt so. Kam irgendwie und ich dachte nur, oh weia, ne, das war mein erstes, in Anführungsstrichen, wichtiges Promispiel und das Gladbach, der Rasen neu. Wir durften uns nicht auf dem Rasen warm machen, das heißt draußen so. Und egal, Spiel spreche ich jetzt nicht von, ist ganz für mich ganz okay gelaufen, das heißt irgendwie hinterher lud mich irgendwie, keine Ahnung, wer wieder ein und so. Also ich war nicht schlecht, aber unter der Dusche. Und das war auch die Nummer, wo der Hitzfeld kurz vorm Burnout war. Und unter der Dusche, so Leute, wie hieß der nochmal, die Glatze bei Bayern, wo man alle dachte, der aus dem Osten, der muss rechtsradikal sein. Janka, der Carsten. Ja, Carsten Janka, ja. Ein so lustiger Typ irgendwie. Und ich natürlich irgendwie nicht voll rasiert unter der Dusche. Ja. Aber die ganzen, du siehst keinen Fußballer, also den möchte ich, sag mir einen Fußballer, der nicht rasiert ist. Ne? Schamare kennen die gar nicht. Ne? So. Also ob die jetzt alle irgendwie, also so. Also es war irgendwie für mich ein Erlebnis, wo ich dachte, jedes Mal, wenn ich zu so einem Spiel bin, habe ich mir original überlegt, passe ich mich jetzt an oder nicht. Ne? Aber dann du hättest hier so ein Herzchen schneiden können. Ja so, aber dann juckt das wieder. Nein. So. Also, das hatten wir gar nicht, das Thema hatten wir erst redaktionell vorbereitet, haben es aber dann wieder hinten angestellt, aber das Thema Schamhaare im Profisport ist schon wichtig. Ist schon wichtig. Prost Peter, ja, Mensch, schön, dass du das auch so siehst. Welches Thema wir noch vorbereitet haben, war ja die erste Bundesliga. Da werden ja vielleicht auch mal Trainerposten frei. Stimmt, vielleicht auch die Trainer Rochade. Wie sicher ist denn, fangen wir mal an, wie sicher ist denn Thomas Tuchel bei Bayern? Und wie gut ist das? Ja, das ist merkwürdig, dass die, dass das jetzt immer da so weitergeht. Also man hat das Gefühl, wird Nagelsmann weg. Ich denke auch, Tuchel wird sich, ich meine, je nachdem, was auf dem Markt ist. Ne? Also, ich fahre. Also, aber wie würdest du denn rochieren sozusagen? Tuchel geht dann wohin? Also Tuchel ist, weiß ich, dass das in Liverpool natürlich Xabi Alonso auf Nummer 1 steht. Ja. Ich weiß, dass Ante Postecoglou, der bei Tottenham super Arbeit macht, mit der Begründung, er hat auf der ganzen Welt gearbeitet, beliebt ist, weil er guten Fußball spielen lässt und weil er eigentlich Tottenham nach dem Weggang von Kane weiter nach oben gedrückt hat. Und Tottenham ist, das hat Conte richtig gesagt, ein Verein, der gerne nicht bei den ganz Top-Leuten dabei ist, sondern dahinter spielt. Und jeder gesagt hat, scheiße, warum willst du nicht mehr Meister werden? So. Okay. Derselbe Trainer, der vor einem halben Jahr über sich gelesen hat, naja, du warst natürlich nicht Nummer 1 bei uns in der Auswahl,
auch nicht 5 oder 6, aber irgendwann haben wir halt irgendeinen genommen. Derselbe Trainer, über den man vor einem halben Jahr in England gesagt hat, Alter, der war in Australien, was willst du denn? Was will der denn in der Premier League? Der soll mal schön First Division, also dritte Liga oder so machen. So, ich weiß, dass De Zerbi gilt als aussichtsreich, Brighton and Hove Albion. Ja, Moment, wir sind aber jetzt bei der Bundesliga. So, und ich weiß aber auch, dass Tuchel bei einigen Fans als sicherer Pick gilt, nach dem Motto, wenn sie den nehmen, wird er mit Liverpool da fortsetzen, wo er bei Chelsea war. Ah, bei Chelsea ist mit einer sehr guten, aber nicht überragenden Mannschaft Champions League-Sieger geworden. Die vorher, ja, das vergessen so, viele, das stimmt. So, ja. Die vorher im Mittelfeld rumeierte, ja, weil Frank Lampard ein Held mit der Jugend klar kam, man mit den ganzen zurückkommenden Stars nicht. Und dann gab es das, plötzlich konnte man Transfers tätigen und dann haben die halt Leute gekauft, mit denen Tuchel super zurechtkam, die man nachher lachend vom Hof geschickt hat, Werner, Havertz und so weiter, die auch woanders nicht so richtig was reißen. Aber danach sind sie mit 1 Milliarde 13er geworden oder so. Ja, gut. So, aber was dann ist Nagelsmann ja natürlich auf dem Markt. Ich persönlich glaube, die Bayern täten gut daran, entweder jetzt zu sagen, bevor Liverpool Xabi Alonso nimmt, nehmen wir den. Wäre der klassische Move. Jetzt wird Leverkusen Meister, wie damals Pokalsieger Frankfurt. Wir holen den Trainer. Ich glaube auch, dass das funktionieren würde mit Xabi. Ich würde mir wünschen, dass Xabi zu Liverpool geht, weil mich das so rührt, was in Liverpool gerade passiert, obwohl ich gar nicht so ein großer Liverpool-Fan bin. Jeder HSVer findet Liverpool gut wegen Kevin Keegan, ist klar. So, ja, aber so. Und dann wäre es eigentlich schlau und ich fände es auch verdient, wenn Tuchel, der ein komischer, verkniffener Typ ist, ja, ist er wirklich. Na, Liverpool gehen. Nein, wenn er bei Bayern immer bleiben könnte. Ach so, bleiben wird, ja. Aber was ist da mit Leverkusen? Dann kommt doch, dann hat doch St. Pauli Problem, oder? Könnte ist, sein. Also wegen, ja, der hat nicht unterschrieben, ne? Der die Vertragsverhandlungen stocken oder so. Ja, ne? Ja, so habe ich gehört. Und irgendwie, das ist ja ein Verein, das ist ja wie so ein Verein, wo du jetzt mit Xabi Alonso wusstest du auch nicht, was mit dem so wirklich ist, ne, als Trainer. Und jetzt zieht er da sowas. Also von Leverkusen Seite könnte ich es verstehen. Ich würde es für St. Pauli nicht hoffen. Ich würde für St. Pauli wünschen, dass sie aufsteigen, dass der Trainer bleiben, dass die da ein bisschen was reißen in der Liga. Hätte man Spaß hier in Hamburg. So. Aber wie weiter da die Rotation? Weißt du, das ist immer so in der Liga, wenn dann Trainer, diese Trainer wechseln, einer geht dahin. Das kannst du dich noch erinnern, vor 3 Jahren, als diese Nummer Rose dahin, Glasner und so weiter. Und keiner hat irgendwo richtig was gerissen. Und ich Glasner, den gibt es ja auch noch. Ja. Komischer Typ, ja, aber ja, offenbar nicht ganz erfolglos. Aber wo auch ist Mensch, der denn jetzt? Der ist, glaube ich, arbeitslos. Arbeitslos. Oder ist er in Belgien? Ich glaube, er ist in Belgien. Ich weiß nicht. Wen ich übrigens auch noch in Liverpool mal ganz kurz ins Spiel bringen möchte, ist Roger Schmidt. Ah. Der ausgezeichnete Arbeit. In, ja, gerade Meister und Pokalsieger geworden letztes Jahr. Ja, und hätte man nicht gedacht, ne? Ehrlich gesagt haben einige Leute gesagt, Riesentyp. Und Riesentyp scheint manchmal sehr wichtig zu sein. Ja. Siehe auch Klopp. Siehe auch Postecoglou. Ja. Aber weißt du, was meine Trainer... Siehe nicht, siehe nicht, Pep, siehe nicht. Meine Trainerenttäuschung letztes Jahr war, weil auf den hatte ich mal gesetzt, wo ich gedacht habe, wenn Schalke gut im Rennen, waren sie ja mal ganz schon lange her, dann hätte ich den geholt, und zwar den Kollegen auch von Red Bull Salzburg, der nach Saudi-Arabien oder wo er in die Emirate gegangen ist. Wie heißt er? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Von, wer weiß das jetzt hier? Jaisle. Ja, genau. Jaisle, der Jaisle, so. So, die als wie Salzburg da gespielt hat, ne? So, da habe ich ein paar Spiele gesehen, habe gedacht, wow, super, wie die das immer schaffen, auch mit dieser Mannschaft und Trainer und dass es da immer stimmt und so, ne? Und dann geht der Typ so jung irgendwie, so, da möchte ich mal wissen, wann der wieder steht. Ich will den jetzt auch nicht mehr haben, weil er da hingegangen ist, weil man da nicht hingehen sollte. Ja. Das sollte man tunlichst lassen, so Henderson-mäßig, weißt du, so, geht gar nicht, so, ne? Und so, das war die größte Enttäuschung bei den Spielern. Denke ich noch so, okay, gut. Ja, ist auch mal gespielt, aber als Trainer, wo ich so dachte, fuck, der wäre genau richtig gewesen für uns. Auch mal so einer, der es wirklich womöglich versteht. Nee, weg ist er. Jetzt ist er vorbei. Fällt mir ein, ist Steffen Baumgart eher ein Trainer für Schalke oder eher für den HSV? Er ist ja irgendwie HSV-Fan. Ja, ist aber er. Aber als Typ ist er ja, passt er eher zu Schalke, oder? Naja, denkt man so. Aber naja, ganz kurz, Peter. Ja. Steffen Baumgart steht neben Jonas Bolt, der angewidert da steht und denkt, oh, Alter, Sylt, Golfplatz, Alter, wann bin ich wieder da? Also das stelle ich mir ganz schwierig vor. Ja. Okay, wer wird Meister?
In der Bundesliga. Hast du jetzt gesagt, werdet Meister? Nein, wer wird Meister? Ach so, schade. Ja, werdet Meister, aber das würde ich niemals einem Schalker sagen, weil die sich immer so verarscht. Nein, kannst du immer sagen, werdet Meister. Ja. Ich nehme das jetzt. Ich denke, das war ein Zeichen, dass ich das jetzt so verstanden habe. Ja, bitte mach das. Ja, mach das. So, das andere ist Leverkusen. Ja? Ja, na, ey, normal. Wirklich. Geile Mannschaft, oder? Ja, guckt man total gerne zu. Ist auch irgendwie dieser Trainer, das ist halt der Fisch stinkt vom Kopf, eine Bescheidenheit irgendwie. Ich meine, wie der Typ Deutsch gelernt hat irgendwie. Und was der ausstrahlt, ne? Und nicht den Klopp macht oder sonst wie irgendwie. Also wird zumindest 0 Uhr verkrampft irgendwie. Und dem gönne ich das. Wirklich. Total. Auch wenn es ein Werksclub ist, also so mit den ganzen Medikamenten, die sie auch noch herstellen, egal, Leverkusen. Ich finde das immer so geil, dass es die Werkself ist. Das hat mit dem Werk so gar nichts zu tun, aber egal. Ja. Was ich bei Leverkusen auch stark finde, ist, die haben so Transfers getätigt, so wie Boniface, wo du sagst, das ist der totale No-Brainer. Ja, ja. Da musst du nicht drüber nachdenken. Der Typ spielt so überragend in der Champions League. So, ich fand den noch überragender im Verhältnis als Haaland damals, weil Haaland, das war eine Vorrunde, wo man sagt, naja, so, ne? Also, so eine gute Mannschaft, und die haben auch viel verkauft vor der Saison, genau wie Leipzig, und haben sich komplett, was ich bei Alonso geil fand, war bei der ersten Pressekonferenz bei Bayern München, wo der dann auch mal hin musste, und wie er da im dunklen Anzug saß und sagte, Entschuldigung, ich bin Spieler von Bayern München, wir ziehen uns anständig an. Und vor ihm saßen diese, ja gut, ich sag mal so Typen, ne? Im Bufferpräsenz. Okay, wer steigt ab? Wer steigt ab? Ja, das Schlimme ist, wenn man immer in der zweiten Liga ist, dann denkt man jetzt gar nicht so, wer kommt da runter oder so. Ja, stimmt. Oder wer ist dann noch irgendwie? Also ich, ganz ehrlich, ich habe Sympathien mit dem VfL Bochum, weil ich aus der Ecke komme. Die sollen bloß drin bleiben. Und ich meine, wer steigt da ab? Hilf mir. Heidenheim, ja. Darmstadt. Ja. Und? Ich kann mir vorstellen, dass dieses Jahr das erste Jahr ist, in dem der Dritte aus der zweiten Liga vielleicht die Relegation schlägt. Ja, wäre mal schön. So machen wir es. Ja. Und dann oben ist mit dabei. Eine Chance, oben mit spielen natürlich die Bayern. Und jetzt in welcher Reihenfolge? Stuttgart, Leipzig, Dortmund, Hoffenheim? Also ich Stuttgart, weil ich habe mal beim VfB gespielt. Ein Jahr in der C-Jugend. Und Hansi Müller war in der A-Jugend. Und deshalb habe ich da so Sympathien für, vor allen Dingen auch für den Fußball, den die spielen. Finde ich auch wieder mit dem so. Und also Stuttgart Dritter, Dortmund Vierter. Ja. Also ist jetzt auch nach Sympathie. Ne? Ja. Leipzig Fünfter. Und dann mal gucken. Kommt nichts, oder? Wir wollen ja nicht. Also wieder Hoffenheim ist stärker, als man denkt. Ja. Wolfsburg müsste stärker sein. Ich gönne es immer Nico Kovac, weil ich finde, es so ein netter Kerl ist. Ja, aber das sind so Mannschaft, weißt du, da fängt schon an, wer will die Spiele sehen. Also ja. Das ist so. Ja, in Wolfsburg auch nicht so viele. Ne? Ja, obwohl es eigentlich ist auch eine abgefahrene Stadt. Also alle 100 Meter ist ein toller Sportpark. Also man hat das Gefühl, in Wolfsburg sind alle wahnsinnig sportlich. Stimmt. Okay, ja, und dann müssen wir, ja. Ich ja. Recherchiert? Das ist deine Kunstliebe. Das ist Tour gerade mit einer. Vernissage. Ja, auf Tour, das ist gut. So hört sich das gut an. Grundbuchhalle Hamburg, warst du schon mal im Justizgebäude? Ich war schon ein paar Mal im Justizgebäude. Ich bin meistens freigesprochen worden, aber. Ja. Nee, in der Landesjustizanstalt, das ist am Sievekingplatz 1. Ja. Natürlich ist das Sievekingplatz 1. Das ist normal, oder? Ja. Ja, nee, und da gibt es eine Grundbuchhalle, die ist also erstmal von Architektur wunderschön. Und mich haben sie gefragt, ob ich da eine Ausstellung mache. Ja. Und ich habe wirklich, das ist so ein bisschen wie, muss man sich vorstellen, fast wie das MoMA. Es geht so rot, es sind 3 Stockwerke, die ich bespiele. Und war ich vorhin gerade da, hab einem Musikerkollegen die Bilder gezeigt, der ist völlig abgegangen. Und den geht noch bis 29. März und würde mich freuen, wer immer das jetzt hört und sieht. Und sieht, da kann man von 9 bis 19 Uhr, das ist ein öffentliches Gebäude, die ganze Woche rein bis auf Samstag, Sonntag. Also Samstag, Sonntag hat man ja sowieso mit Fußball zu tun, aber die Woche durch kann man da immerhin schön den Pförtner fragen, irgendwie, wo ist die Grundbuchhalle, man muss sich da so durchschlängeln und man findet die. Und dann einfach, wer bei Interesse mir mailen oder auf meine Seite. Nein, wir werden die Seiten hier bekannt geben, wenn wir das hier wirklich? Posten. Ja, ja. Dann kann man das, ja? Ja, das kann man. Wir werden, ja, das, ist ja toll. Werden das veröffentlichen. Na, wusste ich nicht. Ja, gut, wenn du schickst mir die Links nochmal, ich schreibe sie rein. Ja, und die machen auch Privatführung. Ach so, wir können auch deine Telefonnummer veröffentlichen, das ist kein Problem. Nein, um Gottes Willen. Ich soll noch ein Bier trinken, habe ich gerade gesagt, gehört. Nee, ich tue es aber nur für euch, Leute, dann trinke ich nur eins. Ja, siehst du. Okay, und du weißt, dass jemand von dieser Produktionsfirma, die dahinter steckt, ein Bild von dir gekauft hat?
der Gerrit heißt. Ach, ja, aber wo ist der Gerrit jetzt? Nicht da. Der ist nicht da. Nee, konnte er nicht in 16 Jahren. Ja, siehste, der hat einen richtig. Der muss noch arbeiten. Sein ja, Chef sitzt ja, da und hat gesagt, und ja, und am 16 Uhr, am Arsch ist Duster, Alter. Ja, pass auf, und weißt du, wie das Bild heißt? Der Mann aus dem Norden. Der, ach, so, was? Hat er so, bei der letzten Ausstellung, die ich hatte in Hamburg. Und aber pass auf, der hat einen Kumpel, den Namen habe ich verdrängt, der kommt immer, der ist auch immer dann, oder ein Kumpel von Gerrit, keine Ahnung, der kam an und sagte, so, das Bild möchte ich haben. Das hatte schon bei der letzten Ausstellung, hing das schon, er hat gesagt, das möchte ich haben, ne, so. Und jetzt stand der Gerrit dann auch dabei. Und dann ist er so, und dann sag ich, komm, und dann hat er ihm die Hand drauf gegeben, ne, dass er das Bild so hat. Ja. Und ich habe gesagt, das ist ja jetzt gar nicht in der Ausstellung, das ist bei mir im Kofferraum, weil ich habe ein Bild ausgetauscht. Ne? Sag ich, das könnte ich dir morgen bringen. Ne? Und jetzt mach du mal eine Ausstellung. Dann habe ich ihm eine SMS geschrieben, pass auf, ich kenne das Bild vorbei, weil eine Telefonnummer hat er mir gegeben. Ne? Und was ist? Der meldet sich nicht zurück. Da gibst das du jemandem die Hand Schwein. Und ja, sagst, was ist da los? Und ja. Sagst, irgendwie nimmst das Bild ja. Irgendwie. Und dann, ja... Nicht gut. Nicht nee, gut. Nee. Na gut. Enttäuschend. Es wird immer teurer jetzt das Bild. Ja, finde ich auch. Ja, schöne Grüße, genau. Ich habe erst gedacht, als du gesagt hast, den Namen habe ich verdrängt, dass der irgendwie Stefan heißt oder Lars oder so. Einer der schlimmsten Momente in meiner Zeit als Stadionsprecher war tatsächlich, ich hatte, als ich 2000 zum Grand Prix fuhr, hat Spiegel TV über mich ein Special gedreht. Und irgendwann fragt mich die Redakteurin, ob ich nicht mal ein Lied über die Nationalmannschaft machen würde. Und ich sage, das würde ich sehr gerne machen, aber es wird am Text schwierig, weil nichts reimt sich auf Ricken. So, fand ich einen Spitzenwitz. Viele Jahre später sind wir bei RTL im Stadion. Meine Freundin Andrea Kaiser interviewt Bernd Hoffmann und mich. So, und fragt als erste Frage, ob das denn stimmen würde, weil sie ging immer so stimmt. Die Redaktion hätte recherchiert, ich würde mich vor jedem Auftritt übergeben. Wie ich das denn auf dem Kran mache. Und ich sage, Andrea, wir haben unsere Nummern, frag mich doch, wer erzählt dir denn so einen Scheiß? Das stimmt ja nie im Leben, das ist ja völliger Quatsch. Aber sie haben Stein und Bein drauf geschwört. So, Bernd Hoffmann, können Sie Hamburg meine Perle singen? Und Bernd Hoffmann wird dunkelrot, ich sage, Bernd, ist alles gut, wir singen das alle gemeinsam, ist alles okay. Letzte Frage, Lotto, du hast mal abgelehnt, einen Song für die Nationalmannschaft zu machen. Ich sage, abgelehnt habe ich nicht, aber du willst ja jetzt nicht... Doch, erzähl mal die Begründung, das ist ja ihr Ex-Mann. Und dann habe ich das nochmal gesagt. Und ich glaube, der Ton war sogar ins Stadion geschaltet. Ich habe selten so abgeräumt vor 50.000 Leuten, wie als ich meinen Ex-Mann sagen musste, nichts reimt sich auf Recken. Deswegen dachte ich, wenn sie so Namen verdrängt, das ist so Dortmunder Legenden sind. Aber okay, also bitte melde dich oder jetzt kostet das Doppelte. Ja, fast. Sowohl als auch. Was sind das für Bilder für alle, die sagen... Man sieht Menschen drauf. Okay. Und bewegen, also die sich bewegen auch. Und das ist ja mein Job. Also ich bin, habe ich noch gar nicht gesagt, bin Schauspieler. Ja, ja. Und das sind immer Sachen, die ich beobachte, die ich, es gibt auch eine Porträtreihe von Frauen, die ich im Cafés getroffen habe. So, ist das diese Art von einem Café getroffen nein, oder ist nein, das die, ja. Nein, ist die nette Art. Okay. Aus der Entfernung irgendwie, da merkst du dir das Gesicht, aber wenn ich zum Beispiel den Kollegen sehe, da mit den roten Haaren und so, dann ne, weiß ich schon, wie ich das so auf Papier kriege oder auf die Leinwand. Einfach vorbeigucken, weil es ist immer so schwer, seine eigenen Bilder zu beschreiben. Wie gesagt, gerade war ich mit einem super Musiker da drin und der sagte, boah, hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Darf ich da Bilder von machen? Darf ich das weiter erzählen? Ich sage, bitte. Es war nicht Bryan Adams, so will ich verraten. Nee. Der er selber ausstellt. Ja. War schon mal zu Gast in meiner Sendung. Nicht in dieser, aber im Radio. Alter, ja. Yeah. Alter, wo bin ich hier? Entschuldigung. Alter, ja. Entschuldigung. Ja. Wo bin ich? Ja. Wir kommen zu unseren Abschlussfragen. Ja. Und da ist ja unsere beliebte Frage, wen würdest du als Gast uns empfehlen? Oder wen würdest du uns empfehlen? Am meisten wird Uli Stein genannt. teilweise wird er aus der Sendung heraus angerufen, aber manche Leute sagen, da habe ich einen super Gast für euch. Der muss hier, von wo muss der? Ist er in Hamburg oder weiter? Auch kann auch. Also ich glaube, David Beckham wäre okay. Ich weiß, ihr beide redet nicht so viel drüber, aber ist ja schon. Du, also kann ich eine ganz kurze Geschichte, da war ich neulich. War ich auf einem Filmfest und habe einen Bully Herwig getroffen. Ja. Und True as Money, ne? So. Alter Kollege von mir bei Energy. Siehste, ja, so. Wir kennen uns lange schon. Und dann waren wir so morgens um 3 noch in der Bar, haben einen geschluckt mit mehreren Leuten. Und da habe ich gedacht, ich muss jetzt ins Bett, ich muss morgen weg. Ja, ich muss morgen weg, lass es mal irgendwie. Nee, ich sag, ich muss morgen zum Flughafen. Ja, wo fliegst du denn? Ich sag nach Miami.
Und die so alle so, wie nach Miami. Ja, ich sage, ich muss da was erledigen. PR. Entschuldige mal, wir sind über 50, wir fliegen nach Miami in dieser Zeit. Entschuldige, ja. So. Und der guckte sich, was muss er denn erledigen in Miami? Ich sage, da gibt es einen Fußballclub und da habe ich mit zu tun. Und Bulli so, ne? Nee, sagt, das ist so. Sag ich, doch, das ist so eine Aktion, irgendwie mache ich ein PR aus Deutschland. So. Und der war wirklich so, Beckham? Ich sage, nicht weiter. Nicht, und so. Den Namen nicht aussprechen. Er hat es bis zuletzt geglaubt. So, dass ich mit in diesem Club mit eingestiegen bin, das habe ich dann hinter, ich habe es dann immer größer gemacht, bis man klar wurde, es geht gar nicht und so von wegen mega. Aber zum Beispiel Bulli wäre auch ein Gast. Das würde ich sehr gerne machen, weil Bulli war nicht nur mein Kollege bei Energy, sondern Bulli hat auch sein Büro gehabt im Haus der Produktionsfirma Hoffmann und Voges in München, wo wir damals das letzte Casting für den letzten Luden gemacht haben. Und da kam nämlich die Pizza und niemand hat die Tür aufgemacht und Bulli hat uns die Pizza gebracht. Dankeschön. Die ich gar nicht bestellt hatte, die aber der Philipp Voges bestellt hat. So. Deswegen, wenn du Bulli fragen könntest, er wird natürlich wahrscheinlich ablehnen, weil er auf der Suche nach David Beckham irgendwo ist, aber es wäre eine schöne Zusammenkunft, weil damals hat man noch über Satellit gesendet und manchmal ist seine Sendung abgestürzt und ich war schon da, weil ich nach ihm dran war bei Energy und musste dann für ihn die Moderation übernehmen und habe dann immer so mich durchgetastet, da ist ein Blog eingeplant, erzähle ich 3 Minuten irgendwas über irgendwas und hoffe, dass der Satellit wiederkommt, weil irgendwo zwischen München und dem Rest der Welt waren öfter Gewitter. Also wenn du Bulli fragen könntest, würde ich mich sehr freuen. Nee, das Problem ist, ich habe ja seine Nummer nicht. Aber du kriegst doch die Nummer, Entschuldigung. Peter Lummer, er ruft einmal an. Warte, wir können ja mal, kennst du Charlotte Schwab? Sagt ihr was? Nein. Ah, okay, Kollege von mir, weil die kennt sich ziemlich auch aus. Laden wir ein. Na ja. Man ja, kann sich kennenlernen. Ja, die ist gut. Die ist ja richtig. Die kennt ihr dann auch aus dem Fernsehen. Die habe ich mal herrlich im Hotel hier gedreht. So eine Austernszene im Bett. Nee, die ist richtig. Klingt super. Ja, die ist richtig. Die kennt sich richtig. Und die ist richtig heiß auf Fußball. Richtig heiß. Würdest du das Charlotte vermitteln? Schwab. So, richtig, lohnt sich. Gut, eine Frage haben wir von vergessen, bevor du die nächste stellst. Gibt es jemals, wird es jemals wieder jemanden geben wie Franz? Von dieser Strahlkraft im Fußball in Deutschland oder weltweit? Also ich finde, sie schon weltweit. Naja, es gibt diese Menschen, aber die halten sich, also ich finde für mich, der hat sich früh auch dann rausgezogen. Ich finde, Günther Netzer hat diese Strahlkraft, für mich. Also gut, ich bin mit ihm befreundet, aber das ist... Aber ist der nicht zu nah in der Welt von Franz noch? Von der 10, 20 Jahre später? Lothar Matthäus ist Lothar Matthäus ist schwierig, wobei man ihm ein bisschen Unrecht tut, weil seine Ex-Frauen sind ja wirklich Influencerinnen. Muss man ja sagen. So 3 Millionen, 4 Millionen Follower haben die schon. Ja. Nee, sowas, also sozusagen in der, wenn du jetzt fragst, heute oder 20 Jahre später als Franz. Beckham war jetzt nicht so gut gewesen als Spieler. Nein, das ist, die sind auch nicht dann so gewachsen hinterher. Also die sind dann irgendwie, die sind dann eben in das Business so rein und die Kohle und keine Ahnung. Nee, fällt mir niemand ein. Nee, müsst ihr nicht. Außer du oder ich. Ja. Da sind wir jetzt wieder beim Bundestrainer. Ja. Ne? Nachdem wir als Bundestrainer unseren Platz angewärmt haben für Jürgen Klopp, der das alte Gebiss von Stefan Raab gekauft hat. Mensch, Prost. Ja. So, hast du noch was? Nee. Haben wir nicht mehr. Die Sendung ist fertig. Dann bleib mir nur, mich dafür zu bedanken. Ja. Ich hoffe, dass wir diesmal nicht so lange brauchen. Eine Sache muss ich noch sagen. Peter hat mir den super Trick verraten. Ich sage jetzt nicht wo. Wie man beim Flughafen bei einem bestimmten Imbiss Essen bekommen kann, obwohl der schon längst zu hat. Alter, du weißt... Da hast du bestellt und haben die das versteckt für dich und du wusstest wo und hast du es damals, als wir rausgegangen sind, abgeholt. Ist so? Ja. Alter, und deswegen hänge ich so oft am Flughafen rum, wenn ich Hunger habe, auch wenn ich gar kein Ticket habe. Allein so bin ich Senator geworden, was soll's. Ja, vielen Dank, Peter. Ja, gerne, gerne. Frohes Schaffen, viel Glück mit deiner Vernissage, ja, mit einem anderen. Ja. Und werdet Meister. Werden wir. Ja.